Hallo Römer-Team-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam, Portale in die Unendlichkeit. Wir machen weiter. Oh. Okay, am nächsten Morgen. Schon wieder ein neuer Tag? Letzte Nacht habe ich überhaupt nicht geträumt. Ja, guten Morgen, Doki. Du bist ja schon wach. Nun, erzähl mir, wovon du letzte Nacht geträumt hast. Hattest du wieder diesen Traum? Nee, diesmal nicht. Oh, bewahre einfach einen kühlen Kopf. Es bringt nichts, die Geduld zu verlieren. Du wirst bestimmt bald wieder diesen Traum haben und mehr erfahren. In der Zwischenzeit bringen wir dich auf andere Gedanken. Los, an die Arbeit. Alles klar. Okay. Guten Morgen. Lass uns heute auch wieder unser Bestes geben. Hey, Nanu? Lass mal nicht Matrifold und Jorklef sind. Was gibt es denn? Bitte entschuldigt, aber ich müsste euch um Hilfe bitten. Mein Sohn, Folikon, ihr müsst mir dabei helfen, ihn zu suchen. Hey, Folikon? Willst du damit sagen, er ist verschwunden? Ja. Er war bereits weg, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Ich dachte zuerst, er spiele sicher irgendwo draußen. Aber als ich seinen Freund Jörgle fragte, meinte dieser, er sei nicht bei ihm. Als ich das von seiner Mutter hörte, habe ich die Orte abgesucht, an denen er sonst am liebsten spielt, aber ohne Erfolg. Normalerweise würde ich mir da gar keine großen Sorgen machen, aber in letzter Zeit hört man doch überall, es gehe da so ein sonderbares Pokémon um. Ich konnte also nicht einfach nur untätig rumsitzen. Ja, das ist in der Tat ein Anlass zur Sorge. Weißt du was? Wir gehen ihn suchen. Vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Wir werden auch unbeirrt weitersuchen. Weißt du denn, wo er vielleicht hingegangen sein könnte? Da war höchstens die Tauwiese. Oder vielleicht der Farbwald. Der Farbwald? Ich weiß es nicht. So einen gefährlichen Ort habt ihr euch zum Spielen ausgesucht? Tut mir leid, aber man findet da so, nun mal so schöne, seltene Sachen. Ich würde sagen, für sowas etwas ist jetzt keine Zeit. Viel wichtiger ist doch, dass wir jetzt aktiv werden. Der Farbenwald hört sich auf jeden Fall gefährlicher an als die Tauwiese, oder? Ja. Dann werden wir uns mal im Farbwald auf die Suche machen. Und ihr seht euch auf der Tauwiese um. Ja, alles klar. Danke für eure Hilfe. Ist wirklich ganz toll, dass ihr das macht. Okay. Doki, stell bitte das Einsatzteam für die Suchaktion und Fahrweite zusammen. Wenn du nicht mitnimmst, den lasse ich einfach irgendwo anders mitsuchen. Gute Idee. Je mehr sich an der Suche beteiligen, desto besser. Doki, such dir aus, wer dich begleiten soll, und dann kann es losgehen. Machen wir uns auf zum Farbwald und sehen wir zu, dass wir Folikon finden. Ja. Machen wir. Aber unser Team ist ja noch standardmäßig drin, ne? Ja, okay. Was steht da? Ist die V-Welle an? Steht ja hier unten, ne? Flug, okay. Ah ja, doch, klar, Flug. Oder? Nee, Dings ist doch nur Elektro. Elektroflug, okay, gut. Okay. Dann würde ich sagen. Wir fucken gar nicht lange und gehen sofort in den Tauwald, ne? Wo soll die Reise hingehen? Wir wollen in den Farbenwald. Nicht Tauwald. So. Farbenwald E1. Wie schön, die Blümchen. Hier ist sonst nichts, wow. Wir wollen weitergehen. Das war ja eine krasse Ebene. Muss ich ja schon sagen. Okay, was wollte ich... Da wäre das nächste Doppelhieb, ne? Scheint so? Ja. Okay. Poke. Give me that poke. Doppelhieb. Sonst ist hier nichts. Ich sehe zumindest nichts auf der Karte. Oh, fuck.
Moment. Ich muss irgendwie... So. Ich musste mich nämlich einmal kurz muten. Wenn ich habe einen Muten auf dem Numpad-Minus-Knopf. Und das stellt gleichzeitig auch die Leck. Ich sehe nichts. Das senkt auch gleichzeitig den Speed des Emulators. Und deswegen musste ich das einmal wieder kurz anstellen. Hallo? Ey, Leute. Das ist... tatsächlich... ah, danke, okay. Gut. What the fuck? Alles klar. Jetzt so einen fetten Lag gehabt, ey. Hier ist nichts. Ach, da ist die Treppe, okay. Weitergehen, ja. Das war gerade weird, okay. What the fuck? Gott, wo sind wir denn jetzt? Hier unten können wir weitergehen. Hier oben könnten wir weitergehen. Ja, komm, besiegen wir erstmal Creakle. Hier können wir weitergehen. Wir sind immer Blumen am Anfang, ne? Ich glaube mal, wir gehen den Weg. Oder müssen den Weg gehen. Weil das halt die Blumen sind, die wir am Anfang auch hatten. Toll, ich bin eingeschlafen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal den Weg weiter. Weiß es nicht. Idont-Knopf. Aber es könnte vielleicht das Rätsels Lösung sein. Ich habe keinen Plan. Aua. Mega Sauger. Und noch ein Stopper-Orb, okay. Oh, ich mag Doppelhieb. komm, machen wir da mal Kratzer. Quieke möchte bei. Ja, doch. Quieke ist cool. Ich möchte keinen Spitznamen für Quieke, nein. Keins Spitznamen. Aber, ups. Wir wollen natürlich Quieke wieder zurückschicken. Ja. Ja. Quieke wäre auch ein cooles Pokémon im Team, oder? So später so ein Keifel und dann vielleicht ein Mammutel oder so. Aber ich weiß halt auch nicht, wie das mit den Entwicklungen aussieht, deswegen lasse ich das einfach mal. Ey! Ich will nicht eingefroren sein. Das ist echt mies. Hier ist nichts. Tatsächlich. Wow. Das ist... wow. Emolga Level 18. Ey, Emolga ist ganz schön stark, ne? Im Gegensatz zu uns so. 3 Level über uns ist es, glaube ich, ne? Wir sind 15, ja. Lol. Hier ist nichts. Wow. Ich bin... begeistert. So, hier ist auch nichts. Nee. Muss ja dann irgendwo hier unten sein, ne? Oder auch nicht. Ah, da oben geht noch ein Weg weiter. Oben links, okay. Okay. Kurz tackeln. Okay, geh ich da hin. Und, Glibunkel angreifen. Damit. Genau. Was? Kein Schaden genommen, ey. Oh, hallo. Und Kratzer! Oh. Wurmball. Die Namen der Pokémon werden auch immer komischer, habe ich das Gefühl, ne? Wurmball. Dein Ernst? Nicht Baumwoll, sondern Wurmball. Ach Gottchen, ey. Ach Gottchen. Aber gut. Ich akzeptiere das einfach mal so. Gehen wir weiter. So, wo sind wir jetzt? Ja, jetzt kommen wir... okay. Ah, da ist er. Ich bin ja ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Yep. Sieht so aus, als könnte ich hier einen guten Fund machen. Hoffentlich finde ich was Schönes. Dann will ich mal die Augen offen halten.
Nanu, warum ist denn da an dieser Stelle die Erde so komisch aufgeworfen? Sieht fast so aus, als ob... Sieht so aus, als wäre da was vergraben. Ich fang besser mal an zu graben. Lull. Wahnsinn, ein roter Edelstein. Wie wunderschön. Aber wenn ich ihr den mitbringe, wird sie sich sicher freuen. Mal sehen. Was haben wir denn hier noch? Das sind aber seltsame Muster. Okay. Boah, das ging tatsächlich schnell, die Treppe zu finden. Leuchtebohnen. Oh, ein Appellorb, okay. So, es geht hier unten laut Karte irgendwie weiter, ne? Nee. Auch nicht. Zack, zack. Einmal kurz Angriff. Oh, nicht Komprimator. Ja, und ich mach mal Gewissheit lieber. Gegen Lichtel. Level von Teddy ist gestiegen. Nice. Sehr schön. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Aber diese... Oh, dieses Langscrollen, ne? Ich will kein Level mehr aufsteigen. So, hier könnten wir weiter. Das sieht auch aus wie der richtige Weg, weil das halt wieder diese Pflanze ist, ne? Ich will diese Pflanze. Okay, ich gehe. Gut, die anderen beiden sind weg, okay. Na, dann sind die halt weg. Ach, da sind sie ja wieder. Wer hätte das erwartet? Und Doppelhieb, nicht Doppelkick. Doppelhieb wurde aufpoliert, sehr schön. Doppelhieb ist Stufe 3, wie es aussieht. Oder? Ja. Okay, dann kommt jetzt... Machen wir jetzt mal Drachenwut, oder? Komm. Kratzer als letztes. Alter, was ist denn mit dir los? Drachenwut! Sehr schön. Okay. Ich bin mal gespannt, welches Pokémon da so die Unfug macht oder hier herumstreift durch die Welt, sag ich mal. Warte mal. Okay. Was es mit diesen komischen Türen auf sich hat, will ich auch noch wissen. Schätzungsweise, vielleicht braucht man hier die VMs halt. Zur Schneider und so. Ja, wir sind ganz schön weit vorgedrungen. Doki, da drüben. Das sieht mir doch glatt wie nach einer Art Lichtung aus. Da gehen wir gleich mal hin. Ah, okay, jetzt sind wir da. Warum ist die Molga nicht da? Fodikon, hier hast du also gesteckt. Ja. Oh, entschuldige. Wir wollten dich nicht so erschrecken. Was wollt ihr? Wir sind hier, um dich wieder nach Hause zu bringen. Lass uns schnell zurückgehen. Ihr wollt mich nach Hause bringen? Eigentlich wollte ich sowieso gerade den Heimweg antreten. Und außerdem ziemlich oft hier. Ich brauche daher faktisch keine Hilfe. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so in Sorge um mich seid. Ja, du weißt schon, dass eine Mitteilung in Umlauf ist, die davor warnt, das Haus zu verlassen. Es ist definitiv Vorsicht angesagt. Auch deine Mutter macht sich große Sorgen. Du solltest hier nicht so viel Kummer bereiten, meinst du nicht? Nee, das stimmt. Angeblich wurde in der Gegend ein verdächtiges Pokémon gesichtet. Es heißt, dir ist es auch nicht sicher. Ein Glück jedenfalls, dass du bei diesem... Ein Glück jedenfalls, dass du diesem Pokémon nicht über den Weg gelaufen bist. Nee. Komm, gehen wir nach Hause. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mama, bist du in Ordnung? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, Mama. Ich bin losgezogen, um das hier für dich aufzustöbern. Polikon hat Matri voll etwas überreicht. Ist es etwa... Das ist ein roter Edelstein. Sieht echt aus. Sieht echt aus wie ein Juwel. Wunderschön, oder? Ich wollte dir unbedingt etwas schenken, wenn du doch Geburtstag hast. Ach, du bist so lieb. Aber das war ganz schön leichtsinnig. Trotzdem vielen Dank. Ich habe mir Aussorgen gemacht, jawohl.
Warum musstest du auch unbedingt alleine los? Tja, hättest du mir doch gesagt, dass du dich auf die Suche nach einem Geschenk machst. Dann wäre ich nämlich auch mitgekommen. Es tut mir leid, Yorklef. Oh, süß. Loki, Daddy, ich weiß gar nicht, wie ich euch für das, was ihr getan habt, danken soll. Nehmt das hier bitte als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Eins Stück Stärke, Mimo. Eins Stück blauer Schlüssel. So, dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Tut mir leid, dass ich euch allen solche Sorgen bereitet habe. Ja, danke, Doki und Teddy. Ach ja, ist ja nochmal alles gut ausgegangen, was? Ich bin echt froh, dass Woddy gar nichts passiert ist. Richtig gut. Gute Freunde, die zwei Kleinen, was? Ja. Da wird einem irgendwie ganz warm ums Herz. Schon schön, oder? Wenn man meine Familie so gute Freunde hat, meine ich. Familie und Freunde. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich frage mich, wo wohl die Familie von Teddy ist. Bisher habe ich irgendwie nie darüber nachgedacht. Ich bin gerade... Ja, doch. Doch, machen wir. Ist ja ein etwas kürzerer Bart, würde ich jetzt mal sagen. Aber naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Da rein.